1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendewoche. Heute ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Freie Themennacht, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, über welches Thema auch immer, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sandra und ist 31 Jahre alt. Hallo Sandra. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um das Thema Babyklappe. Mhm. Da möchte ich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ja. Weil das eine sehr, sehr super Einrichtung ist. Mhm. Wie erklär mal, was das ist? Eine Babyklappe, dort kann man Babys reinlegen, wenn man damit nicht klarkommt, in welcher Hinsicht auch immer, ob man psychisch nicht in der Lage ist. Also wenn man ein Kind nicht haben will? Wenn man ein Kind nicht haben will. Geht man, wenn man, in der Regel werden die Kinder, glaube ich, da abgegeben, wenn sie gerade frisch geboren sind. Ne? Genau. Ja, dann geht man, das ist eine Einrichtung der Kirchen, glaube ich, ne? Ja, bei uns ist das sozial-katholische Frauen. Ja. Ja. Mhm. Und da gibt es in der Tat, das sieht wie so eine Klappe aus und dann legt man das Kind da rein und läuft weg. Nein. Nein. Da ist ein Raum, wo man reingeht, wo ein Babybett drin steht, wo ein Tisch, bei uns war ein Tisch drin, da im Umschlag drin, wo man dem Kind noch irgendwelche Mitteilungen machen kann oder in dem Krankenhaus Mitteilungen machen kann. Und da legt man das Kind dann rein. Ja. Man hat, ich weiß jetzt nicht genau, 3 Minuten Zeit. Man ist aber ganz allein in dem Raum und anonym. Man ist anonym, ganz allein in dem Raum. Und da gibt es keine Kameras, die das überwachen und nichts? Doch, doch, da gibt es Kameras, die fangen aber nach 3 Minuten oder 5 Minuten, ich weiß es nicht genau, erstmal an zu laufen. Nachdem man den Raum betreten hat? Nachdem man den das, Raum betreten hat. Das heißt, die Frau, die das macht, kann sicherstellen, dass sie anonym bleibt. Genau. Ja. So, und dann ist sie noch 3 Minuten in dem Raum und dann aktiviert wahrscheinlich irgendein Melder, da ist jetzt ein Kind hingelegt worden. Genau. Und dann kommt jemand und holt das Kind ab. Genau. Das Warum ist das also dein Thema? Das ist ein Thema, weil ich mein Kind vor etwa 4 Monaten in eine Babyklappe reingelegt habe. Mhm. Ich muss sagen, das war das schlimmste Erlebnis, was ich je mitgemacht habe. Ich bin rausgegangen aus dem Raum, die Tür ist zugegangen und ich wusste, das ist ein Fehler. Und das siehst du heute auch noch so, dass es ein Fehler war? Ja, und ich es war nachts gewesen, es war kurz nach 3, wo ich den Kleinen da reingelegt habe. Mhm. Wo war der, wie alt war der Kleine? Der war gerade 2 Tage. Mhm. Der ist also zu Hause geboren. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe noch ein anderes Kind, ein älteres Kind, habe damals in Scheidung gelebt und war in einer ziemlich tiefen Depression, muss ich sagen. Ja, da, somit kommen wir auf die Gründe. Warum hast du es gemacht? Ich habe einen ziemlichen Scheidungskrieg hinter mir. Es war alles dabei, Psychoterror, Gewalt, es war alles dabei gewesen. Und ich denke, dadurch habe ich es auch verdrängt. Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich schwanger war. Mhm. Das heißt, ich habe auch meine Regel jeden Monat bekommen. Ich habe noch abgenommen, anstatt zugenommen. Wann hast du es denn gemerkt? In welchem Monat? Also ich schätze mal, das war so ein Monat, bevor der Kleine geboren wurde. Ach, das ist immer so, finde ich so unglaublich merkwürdig, wenn Frauen das erzählen, dass sie manche ja bis kurz vor der Geburt das nicht merken, dass sie schwanger sind. Ja, hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich auch gesagt, das geht nicht, weil ich habe ein Kind bekommen, ich weiß was. Jetzt hattest du aber dennoch 4 Wochen ungefähr Zeit, dich damit zu beschäftigen, ich bin schwanger, ich kriege ein Kind. Ja, und das konnte ich nicht, weil ich, wie gesagt, da zu dem Zeitpunkt wohl Depressionen hatte und ich habe es einfach verdrängt. Und du hast dich in dieser Zeit auch nicht irgendwie beraten lassen? Nein. Gar nichts. Du hast nicht. Es verdrängt und hast es darauf ankommen lassen, dann kam die Geburt? Genau. Ich habe auch noch gearbeitet. Ich habe halbtags gearbeitet. Ich habe also bis zum letzten Tag gearbeitet. Ja. Als das Kind dann geboren war, war es ein Widerwille gegen das Kind? Nein. Nein, überhaupt nicht. Aber du hast es dann trotzdem nach 2 Tagen weggegeben? Ich habe es trotzdem weggegeben, weil ich nicht ein- und aus wusste. Ich habe irgendwo keinen Ausweg gefunden. Ich wusste nicht, wie soll ich den ganzen Leuten das mitteilen, wie soll ich das überhaupt schaffen, als alleinerziehende Mutter.
Warum hast du nicht spätestens in dem Moment versucht, dir Hilfe zu holen? Von Kirchen, von Beratungsstellen? Weil ich aus meiner Depression, aus meiner Mauer nicht rauskam. Mhm. Und der ausschlaggebende Punkt, wo ich da wirklich wach geworden bin, ist in dem Moment gewesen, wo die Tür zuging. Mhm. Und da kann man dann nicht mehr reingehen? Da kann man nicht mehr reingehen. So, jetzt sagt mir mein gesunder Menschenverstand, ich frage das ganz einfach. Ja. Da ist eine Mutter, die war in einer großen seelischen Notlage vor 4 Monaten, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wahrscheinlich würden wir es noch besser verstehen, wenn wir mehr Zeit hätten und du es noch ausführlicher erzählen könntest. Ja. Aber ich erahne es schon. Ja. So, da muss doch die Möglichkeit bestehen zu sagen, sich wieder an diese Institution zu wenden, wo man das Kind abgegeben hat. Und man sagt, passen Sie auf, ich war damals in einer desolaten seelischen Situation, ich will mein Kind wieder haben. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, ich war fix und alle natürlich, habe nur geweint, habe zugesehen, dass mein anderes Kind in den Kindergarten kommt und habe diesen Umschlag, der in diesem Raum liegt, wo die Babyklappe ist, mitgenommen mit der Telefonnummer und so weiter. Was steht in dem Umschlag drin? Da steht drin, dass man 8 Wochen Zeit hat, sich das zu überlegen und sich hier Zeit dort zu melden. So, und die 8 Wochen hattest du dann ja auch Zeit. Die hatte ich Zeit, die brauchte ich aber nicht. Wo ist ich habe also morgens sofort angerufen und habe gesagt, erstmal mitgeteilt, wann der Kleine genau geboren ist. Ja. Ich konnte da damals überhaupt nicht richtig reden. Und dann habe ich mich mit der Frau dort getroffen, an der Babyklappe, immer noch anonym, und habe mit ihr über meine Situation gesprochen. Ja. Wo ist denn das Kind heute? Das ist bei mir. Das ist bei dir? Ja. Siehst du, das war jetzt ein kleines Missverständnis. Ich dachte, es wäre heute immer noch nicht bei dir. Nein. Das heißt, du hast dich dann direkt wieder an die Leute gewandt. Genau. Hast deine Situation erklärt und du hast das Kind zurückbekommen. Das heißt, die ganze Sache hat einen guten Verlauf genommen. Genau. Und was mich sehr beruhigt. Ich hatte jetzt schon die Sorge, dass du das Kind immer noch nicht hast. Nein, ich habe es bekommen. Es war erst schwierig gewesen, weil ich musste natürlich erstmal beweisen, dass ich überhaupt Mutter geworden bin. Ja. Und auch natürlich Mutter von dem Kleinen. Ja. So, deine Probleme waren ja geblieben. Du hattest Depressionen, die gesamte Situation um dich herum war schwierig. Ja. Wie hast du die denn auch in den Griff bekommen? Ja, ich meine, gut, sie sind noch nicht ganz hundertprozentig, weil ich merke schon, dass ich ab und zu da noch Probleme habe, damit fertig zu werden, was alles gewesen ist. Aber ich habe eine ganz, ganz, ganz starke Familie im Hintergrund. Die du jetzt auch anzapfst und vorher natürlich das nicht gemacht hast. Ja. Nein, ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Ich wusste, meine Mutter zum Beispiel ist die allerbeste Mutter. Mhm. Die war auch sofort da. Meine ganz gesamte Familie, mein Bruder, meine Schwägerin. Aber vorher hast du die Familie nicht einbezogen? Nein, und weil hast ich mich total abgekapselt habe, schon vorher. Nun ist das ja eigentlich ein Warnsignal, wenn man sich mal so extrem verhält. Lernst du aus diesem Warnsignal, dass du vielleicht auch sagst, ich muss mit mir etwas unternehmen, ich muss vielleicht eine Psychotherapie machen, muss einen Psychiater gehen? Oder machst du sowas? Noch nicht. Ich bin aber dabei, überhaupt das Ganze zu verarbeiten, weil ich den Kleinen ja auch ganz alleine zu Hause in der Wanne geboren habe. Das ist ja schon alleine schon ein Erlebnis. Ach, du hast ihn ganz alleine zu Hause geboren? Ja. Das ist ja ein Wahnsinn, was da alles hinter dir liegt. Ne? Ja. Deswegen, aber ich muss sagen, also ich bin froh, dass es so jetzt, dass der Schluss so gekommen ist. Und aber weißt du, ich glaube, wenn man sowas Wahnsinniges hinter sich hat, das sind ja ganz gravierende Erschütterungen, die du da mitgemacht hast, dass man da schon Hilfe braucht, um das zu verarbeiten. Ja, doch. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich muss wirklich so ein super Lob aussprechen, dass es überhaupt diese Babyklappen gibt. Ich finde das auch ganz toll. Ich finde es ganz toll. Auch wenn es rechtlich teilweise Probleme gibt in einigen Städten. Aber ich finde, das ist wirklich die einzig gute Möglichkeit, sein Kind sicher und vernünftig abzugeben und sich erstmal klar zu werden, was man überhaupt will. Ja, und man weiß wirklich, dass die Kinder dort in guten Händen sind. Ja, ne? Da kann man ja wirklich hundertprozentig vertrauen. Genau. Und auch ein dickes Lob ans Jugendamt. Da war eine sehr, sehr nette Frau, die sich um mich gekümmert hat in der Zeit, die mit mir zum Einwohnermeldeamt gegangen ist, um das Kind überhaupt anzumelden. Ja. Die stand so im Leben und man hört so viele schlechte Sachen über das Jugendamt. Ja. Und natürlich hatte ich auch Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass man mir beide Kinder wegnimmt, wenn das wirklich alles rauskommt und dass ich mein Kind weggegeben habe und sonst was. Also eine sehr, sehr beeindruckende und auch anrührende Geschichte, finde ich, die du uns da erzählt hast. Und ich hoffe, Hut ab, dass du es geschafft hast, deine letzte Minute doch noch die Kurve zu kriegen, sozusagen. Gott sei Dank. Und wünsche dir sehr, dass du wieder noch mehr Stabilität in deinem Leben findest. Ja. Würde dir sehr gerne, wenn du möchtest, vielleicht ist es dir hilfreich, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, sehr gerne. Okay, dann machen wir das so. Meine Psychologin ist die Heide heute Nacht. Mhm. Dann legst du auf und wir rufen dich, das heißt, die Heide ruft dich gleich an. Mhm.
Okay. Alles Liebe und alles Gute dir und deinen Kindern. Danke, gleichfalls. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir ein Thema, wie immer donnerstags in letzter Zeit. Und das Thema heißt, diese Frau macht mir Angst. Ich möchte gerne mit euch über Frauen sprechen, ja, die euch eben Angst machen. Diese Frau macht mir Angst. Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Könnt ihr euch jetzt schon anmelden, wenn ihr gerne mitmachen wollt, unter domian@wdr.de. Kim ist mein nächster Gesprächspartner. Hallo Kim. Hallo Domian. 19 Jahre bist du. Ja. Und du klingst ganz traurig. Ist das so? Ja. Was ist los? Ich weiß im Moment nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe vor einem halben Jahr meinen Stiefvater angezeigt. Mhm. Warum? Weil er mich seit meinem vierten Lebensjahr missbraucht hat. Seit deinem vierten Lebensjahr? Ja. Bis heute? Bis vor einem halben Jahr. Du wohnst bei deiner Mutter und dem Stiefvater noch? Oder hast du bis vor kurzem da gewohnt? Nee, ich wohne noch bei meiner Mutter. Mein Stiefvater sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Und durch die Anzeige? Ja. Mhm. Und ich... Ja, das Problem ist eigentlich meine Familie. Meine Mutter hat mir letzte Woche Vorwürfe gemacht, was mir einfallen würde, eine Anzeige zu machen. Und ja, weil sie von der Kripo eben zur Vernehmung bestellt worden ist, inwiefern sie damit drin gehängt hat. Ja. Und die Frage ist ja berechtigt, stellt sich mir auch gleich, wenn ein Kind das ganze Leben quasi sexuell missbraucht wird, von deinem vierten Lebensjahr an bis zu deinem 18. quasi. Und ja, das passiert in meinem Haus, einer Wohnung. Was hat die Mutter nichts mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen, aber ich denke schon, dass es mitbekommen hat, weil sie kann mir nicht erzählen, dass sie die ganzen Jahre nichts mitbekommen hat. Ja, bist du das einzige Kind in der Familie? Ich habe noch eine größere Schwester und zwei kleinere Brüder. Hast du eine Ahnung, ob den Brüdern auch Ähnliches widerfahren ist? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der eine Bruder ist 15 und der hat mir jetzt auch Vorwürfe gemacht, dass ich eine Schlampe wäre, weil ich eben das mit ihm gemacht habe, mit meinem Stiefvater. Mhm. Und sind die Jungs die leiblichen Kinder von deinem Stiefvater? Ja. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, woher er das weiß. Also ich habe mit ihm nicht drüber gesprochen. Nein, der Vater ist in Untersuchungshaft, sagst du. Der Junge ist 15 Jahre alt. Da wird die Mutter es ihm wahrscheinlich gesagt haben, oder? Ich weiß es nicht. Also meine Mutter spricht da ja grundsätzlich nicht drüber. Und der andere Junge, wie alt ist der? 11. Wie kam es dazu, dass du dich zur Anzeige entschieden und entschlossen hast? Ich hatte ziemlich starke Verletzungen davor, also wo ich die Anzeige gemacht habe und bin dann... Wo warst du verletzt? Im Genitalbereich? Ja. Und ich bin dann auf der Arbeit zusammengebrochen und eben ins Krankenhaus gekommen. Und dann ist das alles ans Tageslicht gekommen. Und dann hatte ich Gespräche im Krankenhaus. Und dann haben die Ärzte auch zu mir gemeint, sie müssen da die Kripo mit einschalten, weil das eben schwere Körperverletzung wäre. Und ich wollte es dann auch, weil du am Ende warst und... Ja. Wie ist es zu diesen Verletzungen gekommen? Ich habe immer versucht, irgendwie da rauszukommen und ich habe dann gesagt, dass ich ausziehe und ich war bei Wildwasser. Das ist eine Organisation, die sich beschäftigt und kümmert um sexuell missbrauchte Menschen. Und das hat er dann auch mitbekommen und da ist er total ausgerastet und hat mich geschlagen und er eben dann so verletzt, dass ich weiß nicht, warum ich
oder wie ich es überhaupt überlebt habe. Also es war eigentlich... Er hat dich also dann insbesondere im Genitalbereich verletzt? Ja. Wie? Ja, der hat mich dann... Zum Schluss hat er mich mit dem Messer angegriffen. Und es war dann, er wollte einfach mir zeigen, dass er stärker ist und dass ich ihm gehöre. Und hat dich im Genitalbereich mit einem Messer sogar verletzt? Ja. Also, du hättest auch noch schwerwiegendere Folgen davon tragen können, als du es jetzt hast? Ja. Ja. Ist es dann so, dass das Körperliche zumindest wieder verheilt ist? Das schon, ja. Das schon, Dann ist er in Untersuchungshaft gekommen. Ja. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden oder habe es gerade nicht richtig mitbekommen. Du hast zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung im Haus gewohnt. Ja. Und jetzt aber nicht mehr. Doch, ich bin momentan noch bei meiner Mutter. Aber ich war eigentlich immer davon überzeugt oder ich wollte eigentlich bei ihr bleiben, weil ich zu ihr eigentlich den Bezug auf eine gewisse Weise nicht verloren habe. Und ich hätte es auch nicht ausgehalten, irgendwo allein zu wohnen, glaube ich, da wäre ich komplett durchgedreht. Und aber ich hatte auch die finanziellen Mittel dann überhaupt nicht. Aber jetzt macht sie dir quasi Vorwürfe, dass du die Familie kaputt machst. Ja. Man muss sich das ja immer wieder mal vorstellen. Man sagt das so leicht dahin. Er hat mich seit meinem vierten Lebensjahr missbraucht. Aber das ist ja eine Katastrophe unfassbaren Ausmaßes eigentlich. Ein Kind von 4 Jahren zu missbrauchen. Ich wusste das, bis ich die Anzeige gemacht habe, gar nicht, dass es so früh angefangen hat. Ich habe das kam dann alles erst und mich überrollt es ehrlich gesagt im Moment auch. Und dass jetzt die Vorwürfe noch kommen, das macht mich komplett fertig. Mhm. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit umgehen soll. Kannst du mir noch sagen, soweit du die Erinnerung halt hast, auch als du noch jünger warst, ist das täglich passiert? Oder wöchentlich? Oder? Es ist zum Schluss ist es jeden Tag passiert. Und das nicht nur einmal, aber ich weiß es nicht, wie es und das war, wo ich so klein war. Ja. Und er hat dich immer zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Er hat dich vergewaltigt. Das war so. Ja. Weißt du, Kim, ich bin so froh, dass er angezeigt worden ist und dass er in Untersuchungshaft ist. Und kein Mensch dieser Welt darf dir Vorwürfe machen, schon gar nicht deine Mutter. Wenn man einem Vorwürfe machen muss, dann ist es deinem Vater, deinem Stiefvater und auch deiner Mutter. Mir kann kein Mensch erzählen, dass eine Mutter nicht merkt, dass da irgendwas schief läuft. Auch endlich so weit, dass ich gesagt habe, ich kann da gar nichts dafür und ich bin daran nicht schuld und jetzt kommt sie und ich mache mir wieder Vorwürfe, weil ich... Es ist ein ganz schlimmes, ein ebenso schlimmes Verhalten, will ich mal fast sagen, wie das, was dein Stiefvater zu verantworten hat. Dass deine Mutter dich in dieser Situation jetzt, die so schlimm für dich ist und so schwierig, dich alleine lässt. Das finde ich ganz verachtenswürdig, ganz schlimm. Ich bin fassungslos darüber, sage ich dir wirklich. Wie kannst du denn auch nur hauchdünn irgendeine Schuld tragen, wenn man dich als kleines Kind quasi da hineingerissen hat in diese Gosse? Ja, ich verstehe es nicht und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Hat er dir eigentlich in all den Jahren immer gedroht und hat gesagt, wenn du der Mama was sagst oder irgendjemand anderem, dann passiert das und das? Ja, am Anfang war das alles noch, ja, das ist alles so richtig und das ist schon okay, was ich mache und ich darf das und das macht jeder. Und dann, wo ich kapiert habe, was er macht und habe es verstanden und dann gesagt habe, ich will das nicht und dann musste ich es machen, weil ich seine Schlampe war, ich musste für ihn da sein und ja, es würde halt alles, ich würde alles kaputt machen, wenn ich darüber reden würde. Ja, verstehe. Hat er das gemacht, wenn deine Mutter im Haus oder in der Wohnung war? Auch, ja. Dann hat er das auch gemacht.
Das heißt, die war im Nebenzimmer und er hat sich an dir vergangen. Ja. Eigentlich gehört die Frau genauso vor Gericht gestellt wie dein Stiefvater. Ja, ich hoffe, dass sich das klärt über die Krippe. Meine Anwältin, also ich muss sagen, ich habe von Wildwasser eine Anwältin bekommen. Und sie ist im Moment auch ziemlich dahinter, weil ich einfach damit überhaupt nicht mehr klarkomme. Und sie der Meinung ist, dass sie eben auch zur Rechenschaft gezogen werden muss. Ja, ich muss dir dennoch in all dem ganzen Elend wirklich ein großes Kompliment machen, dass du so tapfer bist und das jetzt alles durchstehst. Das muss man sich ja mal vor Augen halten, was du hinter dir hast. Und dann lebst du jetzt im Moment in einer Wohnung, wo deine Mutter ist, und deine Mutter und auch der andere Bruder machen dir Vorwürfe. Das hält ja der stärkste Karl nicht aus, mit den besten Nerven. Gibt es Überlegungen, dass du aus der Wohnung rauskommst? Ja, ich habe also eine verdammt gute Ärztin und die ist momentan drauf und dran, dass sie irgendwas organisieren kann. Es ist auch über Wildwasser, da gibt es eine Wohngruppe. Ja, das würde ich ganz dringend empfehlen, dass du das machst. Ja, es ist für mich schlimm. Ich krieg momentan Tabor, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das ist. Und das ist ein Medikament. Ja. Um dich ein bisschen ruhig zu stellen. Ich bin halt komplett ruhiggestellt und ich momentan auch krankgeschrieben, ich kann nicht arbeiten und gar nichts. So liege ich nur daheim und Aber da sind Leute von Wildwasser, die sich um dich kümmern. Und da ist eine Ärztin, die sich um dich kümmert. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das Ganze läuft. Ich kann dir von meiner Seite aus, das sage ich nicht, um dich einfach nur jetzt zu trösten, weil ich merke, dass es dir nicht gut geht. Das sage ich dir mit meiner vollsten Überzeugung, was ich gerade gesagt habe. Dass du keinerlei Schuld trägst. Aber wirklich überhaupt gar keine Schuld. Dass du der schuldloseste Mensch in all diesem Desaster bist. Das sage ich dir wirklich mit ganz tiefer Überzeugung. Und ich bin so sehr der Auffassung, Kim, dass du da raus musst aus dieser Familie und aus der Wohnung. Und jetzt werde ich dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ausgiebig reden kannst. Vielleicht können wir dir ja auch noch ein paar Tipps geben, aber ich glaube, dass du ja schon in ganz guten Händen bist. Aber vielleicht können wir dir auch noch ein bisschen helfen. Jede Hilfe ist wahrscheinlich jetzt gut für dich. Und ich finde es sehr gut, dass er angezeigt worden ist. Und das Schwein gehört bestraft, so hart, wie es nur irgend geht. Und deine Mutter gehört auch bestraft. Ich hoffe, dass das alles den richtigen Weg geht. Ja, ich hoffe es auch sehr für dich und hoffe, dass du nach einer gewissen Zeit auch eine Stabilität wiederfindest und auch etwas wieder vielleicht Freude am Leben hast. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, von ganzem Herzen alle Kraft und alles Gute. Und jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne faxen, mailen wollt, dann mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Isabel und Isabel ist 21 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Isabel, guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich rufe dich an, weil ich am Wochenende erfahren habe, dass meine Mutter einen Liebhaber hat. So. Und das finde ich ziemlich krass und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was ich machen soll. Ich wollte einfach mal so fragen, was du denkst. Wohnst du noch mit deinen Eltern zusammen? Nein, ich bin vor 2 Monaten ausgezogen. Ah ja, noch nicht so sehr lange. Nö. Und naja, auf jeden Fall war ich dann am Wochenende mal zu Hause, hab auf einer privaten Feier gekellnert und dann habe ich das durch einen blöden Zufall halt mitgekriegt. Was war das für ein Zufall? Meine Handykarte war leer und ich wollte eine SMS schreiben, meine Freundin. Und dann habe ich mir von meiner Mutter das Handy ausgeliehen und habe dann die SMS geschrieben, wollte dann meine SMS löschen und bin dann in ihren SMS-Speicher gegangen. Ja. Und nun wurden bei ihr die SMS so angezeigt, dass nur die ersten paar Wörter sichtbar sind. Und dann habe ich dann eine davon halb gelesen und irgendwann so in der Mitte so, stopp, hallo mein Schatz, das konnte ich nicht sein und auch mein Vater nicht. Dann zur nächsten SMS und dann stand da auch was von wegen, ja, mein kleiner Punkt, Punkt, Punkt. Ich so, nein,
das ist definitiv nicht mein Vater. Und dann war das irgendwie für mich so sonnenklar und ich habe mir nur das Handy zurückgegeben und dann gesagt, ja, ich fahre dann auch jetzt mal gleich. Mhm. Ja, und bin dann gefahren. Du hast mit ihr aber nicht darüber gesprochen? Nein, ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen. Und das heißt, wenn du, das alles ist jetzt doch eine Vermutung? Du weißt nichts Genaues, nichts Konkretes? Ja, was heißt nichts Konkretes? Also da stand schon drin von wegen, ja, ich habe mich so über deinen Anruf gefreut und ich vermisse dich so. Okay, aber mit konkret meine ich und Genaues, du weißt nicht, wer das ist, du weißt nicht, wie lange das schon läuft. Und, also ich habe eine Vermutung. Also so. Genaues weiß ich nicht, nur der Name stand halt drin. Ach so. Und sie war vor kurzem in Kur. Und dann hatte sie mir halt auch einmal davon erzählt und ich weiß definitiv, dass dieser Name auch in ihrer Erzählung vorkam. Ja, und es ist ein Männername? Ja, es ist ein Männername. Also ich will ihn jetzt hier nicht sagen. Nein, Gottes Willen, nein. Und dieser Mann, weißt du, wo der wohnt? Ist er in eurer Nähe oder weiter weg? Das weiß ich nicht. Also ich hatte mir überlegt, ob ich mal nachfragen soll, so erzähl doch mal ein bisschen. Aber So, wie ist dein Verhältnis A zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter eigentlich recht gut. Und zu deinem Vater? Wie? Ja, weniger gut. Also wir haben unsere Differenzen, aber also mittlerweile, seit ich ausgezogen bin, geht's eigentlich. Mhm. Wie hast du denn so bisher, die sind wahrscheinlich lange verheiratet schon, deine Eltern, gehe ich mal von aus? Ja, die sind mindestens 25 Jahre verheiratet jetzt. Ja. Wie hast du, auch in der Zeit, als du noch zu Hause gewohnt hast, wie hast du die Ehe so mitbekommen? Oder empfunden? Ja, empfunden. Ich habe mit meinem Bruder schon als Kind irgendwie Wetten abgeschlossen, wenn die sich gestritten haben. Ja, wann lassen sie sich denn scheiden? So einfach aus Spaß. Und also, wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, denke ich mir auch, okay, das war irgendwie blöd, aber war schon richtig, weil so war das erlebt, dass die halt einfach immer gestritten haben. Ja, das heißt, da ist oft gestritten worden, wenn du dich wirklich erinnerst. Ne? Heftig gestritten worden. Ja, schon. Also das ist wirklich dass es gekracht hat im Gebälk. Nee, also gekracht nicht, die haben sich halt nur angeschrien. Ich meine jetzt nicht körperlich gekracht, also es war auch schon heftig vom Anschreien her. Es war sehr heftig und das waren auch nur die ersten paar Jahre, also ich glaube so bis ich 7 oder 8 war. Und danach ist es halt abgeflaut, aber das war ziemlich hart. Gut, da kann es ja sein, dass es sich dann so reguliert hat in so einen, dass man so eine Übereinkunft hatte und quasi so eine gemeinsame WG geführt hat. Ja, so in etwa kam es manchmal vor, nur halt die Streitereien wurden selten, aber sie waren noch da. Hast du Zärtlichkeiten beobachtet zwischen deinen Eltern? Dass sie so nett miteinander umgehen, mal Küsschen hier, mal umarmt, mal ein bisschen streicheln oder irgendwie sowas? Oder war es relativ cool alles? Also im Urlaub habe ich das schon mal mitgekriegt und ansonsten, ja, wenn die viel getrunken haben, dann gibt es auch mal Küsschen hier, Küsschen da, aber ansonsten... Habe ich da so nie was erlebt. Also durchaus könnte es sein, dass die Ehe vielleicht kaputt ist, ne? Verdorrt ist. Ja, also könnte ich kann es auch verstehen, ja. Also wenn es so ist, ich kann es gut nachvollziehen. Mhm. So, was ist jetzt zu tun, ne? Das ist die Frage. Genau, weil soll ich es ihr sagen oder soll ich es ihr nicht sagen? Mhm. Oder sollst du es ihm sagen? Deinem Vater? Nein, also das würde ich nicht tun, weil ich denke, das ist eine Sache, die geht meine Mutter an und also ich möchte mich ja auch nicht in die Ehe von meinen Eltern einmischen. Ich möchte es, wenn, halt nur meiner Mutter sagen und sagen, so, ist das so? Habe ich recht? Oder was spielst du da? Was spricht dagegen, das zu tun? Das zu sagen. Ja, du hast durch einen Zufall, du bist jetzt nicht quasi, du bist ein bisschen indiskret geworden. Du hättest ja nicht weiter drücken müssen. Ne, du hast die Anfangsworte gesehen, hättest es auch weglegen können, aber du hast gedrückt. Okay, das ist deine Schuld, wenn man von Schuld reden will in dem Fall. Aber es ist auch ein Zufall gewesen. Ja, und deswegen, ich weiß es halt nicht, wie sie reagieren würde. Nun ist es aber, jetzt ist es passiert. Könntest du dir vorstellen, dass sie sauer ist, dass du das gemacht hast? Ich denke mal schon, dass sie sauer ist, dass ich das gemacht habe. Also kann ich ja auch nachvollziehen, tut man ja auch nicht. Aber auf der anderen Seite... Wie wichtig ist dir, dass deine Eltern ein gutes Leben führen? Zusammen? Also zusammen... eigentlich nicht so wichtig, sie sollen nur beide glücklich sein. Und ob nun meine Eltern zusammen glücklich sind, ich meine, das kann ich nicht entscheiden. Ich weiß ja nicht, ob die nicht irgendwann eine Übereinkunft getroffen haben. Gehen jetzt unsere eigenen Wege, sind aber noch verheiratet. Gut, dann könnte man natürlich jetzt auch sagen, okay, die Isabel hat das mitbekommen, auf halbrechtlichem Wege. Sie könnte auch darüber schweigen und sagen, okay, das ist deren Leben. Ich klinke mich da gar nicht ein. Ja, und das ist das Problem, das kann ich nicht, weil ich bin Mensch, wenn ich das weiß, das ist ein Geheimnis, was in mir gärt und das tut das, dann muss ich auch irgendwann mit irgendwem drüber reden. Ja, hast du mit deinem Bruder drüber gesprochen?
Ja, also es war so, ich kam dann nachts irgendwann um 2:30 nach Hause und bin dann direkt zu ihm, weil ich habe mal gesehen, der war noch wach und so. Der ist halt auch ausgezogen, aber wohnt in der Nähe. Ist der älter als du? Ja, der ist 2 Jahre älter. Ja. Und dann kam ich dann da rein und er so, was ist denn jetzt los? Und ich so, ja, ey, ich muss dir was sagen. Unsere Mutter hat einen Liebhaber. Mhm. Und dann war von ihm die Reaktion, ja, kann ich doch verstehen. Na, und ist doch egal, geht uns nichts an. Und das kann ich dann gar nicht verstehen. Also er ist ein anderer Typ, er sagt, soll die das machen, ich mische mich da gar nicht ein. Ja, genau. Dann ist es anders. Ja, wenn du jetzt aber dich selbst so einschätzt, wie du es gerade gesagt hast, dass du sagst, ich muss darüber reden, musst du einfach nur mal mit jemandem darüber reden, wie du es mit deinem Bruder getan hast, wie du es jetzt mit mir machst? Oder ist das, brennt das so in dir, dass du denkst, ich muss mit der Mutter darüber sprechen? Es brennt schon sehr. Weil ich habe auch an demselben Abend oder in der Nacht noch eine Freundin angerufen, der ich halt diese SMS geschrieben habe und habe ihr das erzählt. Und sie war auch ganz baff und meinte, ja, was willst du denn jetzt machen? Also ich muss mit meiner Mutter darüber reden. Mhm. Ich weiß nicht wie und wann. Und ja, also dann ist die Entscheidung ja schon gefallen, wenn du es so sagst. Du musst mit deiner Mutter darüber sprechen. Du kannst es ja auch gleichzeitig mit einer Entschuldigung verbinden, dass du das gemacht hast. Aber nur ist es passiert. Die Entschuldigung muss ja annehmen oder nicht annehmen. Und es wäre gut, wenn du dann, also wenn ihr zwischen Tochter und Mutter, wenn ein Gespräch stattfinden würde, was da nun los ist. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Ich muss es eigentlich, ja. Aber was für Wege gibt es da noch? Gar keinen. Es gibt nur den Weg des Schweigens, aber das scheint offensichtlich nicht zu gehen. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich mir ihr Handy nochmal irgendwie aneignen soll und eine Nummer aufschreiben soll und ihn dann mal anrufen. Nein, auf keinen Fall. Dann verstrickst du dich immer mehr in Sachen hinein. Und dann begehst du nochmal eine Indiskretion, indem du das Handy nochmal klaust, quasi, nimmst. Ja, das ist ja dann vorsätzlich auch. Ja, genau. Und dann rufst du diesen Mann an, der dich gar nicht kennt. Und nein. Wenn, dann, was ich verstehen kann, was ich glaube an deiner Stelle auch tun würde. Also dann direkte Konfrontation suchen, direkt mit der Mutter reden, auch gleich Asche auf dein Haupt kippen, dass das nur mal passiert ist mit dem Handy. Also aber auf keinen Fall. Ja, genau. Aber weißt du, wenn du es jetzt nochmal nimmst oder sogar vorsätzlich nimmst, wie du richtig sagst, dann wird es ja noch schlimmer für dich, wenn es dann mal irgendwann besprochen wird und rauskommt. Dann rauskommt, ja. Also ja, ich habe das jetzt aber nochmal vorsätzlich so, gemacht. Und was soll das bringen? Dann rufst du diesen Mann an. Ja, was und dann? Ja, dann könnte ich ihn mal fragen, so von wegen, ja, hast du ein Verhältnis mit meiner Mutter? Ja. Ich hab so die Nummer. Ja, dann sagt er, ja, okay, ich hab. So, und dann erzählt er das deine Mutter. Ja, und wie gut. Steht deine Mutter dann da? Ja, meine Tochter wühlt in meinen Sachen rum. Nein, das darfst du nicht machen. Auf keinen Fall. Red mit deiner Mutter. Ich merke, das brennt dir wirklich auf den Fingernägeln. Auf jeden Fall. Ja, red mit ihr. Red so schnell wie möglich mit ihr. Gleich Fakten auf den Tisch, mit Entschuldigung versehen und dann soll mal Tacheles gesprochen werden. Unter euch beiden. Ich will eigentlich nur wissen, ja oder nein, also mehr der Rest. Ja, gut, okay, so kannst du es ihr auch sagen. Dann hast du diese Belastung auch von der Backe und dann soll sie ihr Leben führen, wenn sie es für sich vereinbaren kann und du den engeren Draht irgendwie zu deiner Mutter hast, dann ist es doch okay. Vielleicht kann sie es dir auch erklären, vielleicht, wie du es gerade auch schon vermutet hast, vielleicht haben die ja sogar eine Übereinkunft, deine Eltern, von denen ihr gar nichts wisst, dass die sich diese Freiheiten lassen oder vielleicht klärt sich ja alles eigentlich sogar gut auf, wer weiß es. Sprich mit ihr. Ja, okay, ich glaube, das tue ich dann auch mal. Alles Gute. Ja gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Isabel. So, meine Lieben, schon mal Hinweis für Samstag. Diese Woche Samstag Promi-Talk um 11:30 im WDR-Fernsehen. Mein Gast wird Oliver Pocher sein. Star von ProSieben, Oliver Pocher. Und wenn ihr gerne mit Oliver sprechen wollt und mitmachen wollt und Fragen stellen wollt und so weiter, meldet euch bitte jetzt schon an unter domian@wdr.de und ihr werdet dann in der Sendung zurückgerufen. Einige von euch, nicht alle. Schaffen wir nicht. Also Oliver Pocher am Samstag, mein Promi-Gast um 11:30 im WDR-Fernsehen. Moni, 44 Jahre alt. Hallo Moni. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Als allererstes ein Wort von meiner Vorrednerin. Wenn sie mit ihrer Mama ein super Verhältnis hat, dann soll sie mit ihr reden, solange es geht. Ja. Weil ich meine Mama wahrscheinlich in 6 bis 8 Wochen verlieren werde. Was ist los? Ist deine Mutter so sehr krank? Ja. Was hat sie? Was hat sie? Es hat sich jetzt herausgestellt, es ist ein Lungentumor, der vor 14 Tagen diagnostiziert wurde. Da war er 2,5 Zentimeter groß und ist in 2 Wochen auf 3,7 Zentimeter gewachsen. Ja. Wie ist man darauf aufmerksam geworden?
Sie hat vor 5 Jahren einen Unfall gehabt, ist von der Leiter gefallen, Oberschenkel, Halsbruch links, Nasenbeinbruch rechts, war seitdem körperlich sehr eingeschränkt, vorher sehr, sehr agil, auch geistig fit, ist in Diskos und hat getan und gemacht. Und nach dem Sturz war sie nicht mehr die gleiche. Und sie hat rapide körperlich abgebaut und in den letzten 2 Jahren auch geistig sehr stark. Sie war sehr aggressiv, sie war sehr ungerecht, sehr hart. Du führst das alles auf diesen Sturz, der sich, das ist natürlich eine schlimme Sache, aber so schlimm ja auch nicht, dass man sagt, dass ein ganzer Mensch sich dadurch verändert. Psychologisch doch. Ja. Indem meine Mutter war schon, als Beispiel, die Gardine war etwas schief. Sie ist aufgestanden und hat es gemacht. Wobei ich sage, wenn ich einen super Film gucke oder Domian, dann bleibe ich sitzen und warte, bis Werbung kommt oder bis du fertig bist. Nein, sie ist aufgestanden und das konnte sie nicht mehr. Und sie wollte nicht ständig fragen. Und sie wurde nun so verbittert, so in sich gekehrt. Wir hatten früher eine Gaststätte über 30 Jahre. Ein lebensfroher Mensch, der langsam in sich zusammengesunken ist. Und du meinst, durch diesen gesamten schlechten, auch psychisch eben schlechten Zustand, ist diese Krankheit entstehen können? Ja, auf jeden Fall. Und war es dann eine Routineuntersuchung, wo man das rausbekommt? Nein, sie durfte nicht rauchen, hat es auch monatelang nicht getan und als wenn ein kleines Männchen in ihrem Kopf sitzt und einen Schalter umlegt, von einem auf den anderen Tag fing sie wieder an zu rauchen. Und wobei der Arzt sie dann alle 4 Wochen darauf aufmerksam gemacht hat, das zu lassen. Und es war ihr so egal. Und ich habe mich dann auf einen Kompromiss eingelassen, habe gesagt, okay, du darfst eigentlich nicht, aber ich gebe dir alle 3 Tage ein Big Pack und bitte unterschreib mir das, weil sie am nächsten Tag nicht mehr wusste, dass ich ihr gegeben habe. Das war dann so schlimm, dass sie, obwohl sie sich eigentlich nur am Rollator sehr langsam bewegen konnte, mit einer Krücke in den Supermarkt gegangen ist und sie Zigaretten gekauft hat. Aber jetzt nochmal meine Frage, wie ist es denn rausgekommen, dass sie einen Tumor hat? Die haben sie dann ins Krankenhaus eingewiesen, weil sie so untergewichtig wurde und immer verwirrte und keine Zeitorientierung, keine Personenorientierung mehr. Und da ist sie ganz auf den Kopf gestellt worden, untersucht worden? Nein, ich habe sie donnerstags rein und sie war eigentlich fit, sie hat noch Späßchen gemacht und Freitag komme ich rein und sie war nicht mehr ansprechbar, hatte ein sogenanntes Durchgangssyndrom, was wohl bei älteren Menschen auftritt, wenn sie in eine fremde Umgebung kommen. Und dann wurde aber dann diese Demenz festgestellt. Sie hat dann die Schwester... Wie alt ist deine Mutter? 77. Ja. Sie wurde dann so aggressiv, dass sie von denen nichts mehr angenommen hat an Medikamenten. Und im Rahmen dieser Untersuchung ist das dann auch ist das rausgekommen? Genau, Das heißt Demenz, das bedeutet im Moment ist sie auch gar nicht ansprechbar mehr, richtig? Doch, jetzt ist sie wieder ansprechbar, seitdem sie in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt ist, was für mich ganz, ganz schlimm war, sie dorthin zu bringen. Von einem normalen Krankenhaus in eine geschlossene Abteilung. Das glaube ich, ja. Und dafür ist sie noch sehr, also wir haben zum Beispiel mit eigentlich nicht gespielt und sie hat anderen Patienten die Regeln erklärt. Hat sie ein eigenes Zimmer dort oder liebt sie mit mehreren zusammen? Du meinst jetzt in der Klinik? Jetzt in der Psychiatrie. Ja, sie teilt noch mit einer Dame das Zimmer, die aber sehr, sehr, sehr verwirrt ist. Also ja, ich frage das deshalb, weil ich mir das immer so schwer vorstelle, wenn man sein Leben lang irgendwie eigenständig war und dann im Alter vielleicht leicht verwirrt ist und dann die letzte Privatheit angenommen wird und man mit anderen Menschen auch noch zusammenliegen muss, denen es vielleicht noch viel schlimmer geht als einem selbst. Ja, noch dazu, dass sie jetzt also unter Inkontinenz leidet, was sie wahnsinnig belastet. Sie sich 1000-mal entschuldigt, weil die Schwestern sie trocknen müssen. Also das ist ja durchaus bewusst, ne, das Ganze. Ja, und sie versucht es auch und wenn es klappt, dann freut sie sich wie ein Kind. Und ansonsten ist enttäuscht und denkt, sie macht Arbeit. Jetzt hast du gerade gesagt, meine Mutter hat maximal noch 6 bis 8 Wochen zu leben. Kann man das überhaupt so sagen, so klar? Haben die Ärzte das gesagt? Ja, ganz knallhart, ja. Aufgrund dieses Lungentumors oder aufgrund des labilen Gesamtzustandes? Aufgrund des Tumors und des labilen Zustandes, wobei man dieses Wachstum des Tumors in dieser kurzen Zeit daher wohl diese Erfahrungswerte. Ach so, verstehe. Und da kann man auch jetzt nichts mehr operieren? Oder nein, ist kein Operateur, würde dann auch an sie dran sehen. Sie hat noch 40 Kilo. Also sie ist, wie gesagt, stark untergewichtig und dann mit diesen Blutungsstörungen, diese zerebralen Durchblutungsstörungen, Demenz. Bist du das einzige Kind?
Ja, wir wohnen in einem Drei-Mädel-Haushalt. Wir sind drei Generationen. Meine Mutter ist 77, ich 44, meine Tochter ist 15. Das heißt, ihr seid jetzt in dieser, in der hochtraurigen und schwierigen Lage und Situation, quasi zuzusehen und zu warten, wann und wie die Mutter stirbt. Ja. Der Arzt sagte, ein Hospiz wäre das Beste, aber wer soll das zahlen? Ich würde sie so gerne zu mir holen, aber ich kann es, glaube ich, psychisch nicht, ich traue es mir nicht zu. Hättest du die Zeit denn dazu? Ich bin Rentner, ich bin selbst Kranke. Und das ist das nächste Problem, dass ich es eben körperlich nicht schaffen würde. Ich habe selbst nur 40 Kilo und bin 1,50 groß. Also ich kann sie nicht heben, ich kann sie nicht lagern. Ja. Ich kann sie nicht pampern. Ist denn dieses Heim, wo sie jetzt ist das in deiner unmittelbaren Nähe? Ja. Das heißt, ja, du kannst da wirklich ständig hingehen, wenn du möchtest. Ja, das sind aber festgelegte Besuchszeiten, nicht vor 10 und nicht nach 20 Uhr, weil eben da, weil es eine Psychiatrie ist. Aber eine geriatrische Psychiatrie. Aber immerhin so den ganzen Tag über, also von morgens 10 bis abends 8 Uhr, ja, kannst du sie besuchen gehen. Ja, wobei es ist sehr, sehr schlimm dort, wenn du siehst rundherum die, ja, die Patienten, die wirklich ja, nicht so wie meine Mutter noch, also sie hat ja überwiegend helle Momente. Gibt es denn vielleicht eine Überlegung, das leuchtet mir völlig ein, dass du sagst, ich schaffe das alleine nicht, ich bin viel zu schwach dafür und auch seelisch angeschlagen, wenn vielleicht eine Hilfskraft zu euch ins Haus käme? Sie braucht eine 24-Stunden-Betreuung, ja, weil wir hatten bis vor 25 Jahren eine Gaststätte und wohnen jetzt in einem Hochhaus im sechsten Stock. Sie weiß es nicht mehr. Sie denkt noch immer, wir haben diese Gaststätte. Wir haben Befürchtungen, weil sich der Zustand von einer auf die andere Sekunde von Lethargie in Aggressivität umwandeln kann. Also das heißt, auf den Balkon gehen. Ich könnte nicht mal allein an den Briefkasten. Ich könnte sie nicht in der Wohnung lassen. Das heißt, so schlimm das auch ist und so traurig das sich auch anhört, dass sie eigentlich doch in guten Händen ist. Ja, der Arzt hat mir gesagt, er möchte versuchen, sie so lange wie möglich zu halten, bevor die Krankenkasse dann eben fragt, wie sieht's aus, Diagnose, Prognose, Therapie. Und ja, Diagnose ist klar, Therapie keine, Prognose schlecht. Das heißt, wenn das, was du tun kannst, um ihr das Ganze auch etwas zu abzumildern, dass du so viel und so oft wie möglich dorthin gehst und diese vielen Besuchsstunden, die ja doch möglich sind am Tag, mit ihr nutzt. Und du kannst ja mit ihr auch aus ihrem Zimmer rausgehen, ne? Ja, am Sonntag werde ich sie nach Hause holen für ein paar Stunden. Ja, dass du es gibt sicher auch einen Aufenthaltsraum oder dass man vielleicht in einem, ich weiß nicht, ob da ein Garten ist, wo man ein bisschen rausgehen kann. Ja, ein Café. Ja, sowas. Dass du einfach so viel wie möglich, was sie jetzt noch tun kann, mit ihr unternimmst und einfach bei ihr bist. Ich glaube, dass das Allerbeste ist für deine Mama und auch für dein Gefühl, dass du nochmal all das gibst, was du zu geben imstande bist zurzeit. Sie blüht so auf, wenn sie meine Tochter sieht, wenn sie mich sieht. Sie fängt an zu weinen, wenn ich sie dann frage, warum sie weint. Es sind einfach Freudentränen. Ja, hol sie wirklich, so oft es auch da wiederum irgendwie geht, zu dir nach Hause für ein paar Stunden. Das ist doch sicher auch noch möglich, ne? Ja, mach all das, was noch möglich ist und hol alles raus, was deine Mama gut tut. Ich habe jetzt schon alle Weihnachtsdekos hingestellt. Ich stelle den Tannenbaum auf, weil ich nicht weiß, ob ich nach Sonntag nochmal einen Advent habe oder nochmal einen Advent. Wohnst du alleine oder mit deinem Mann auch? Nein, wir sind ein Drei-Mädel-Haus, drei Generationen, meine Mama, meine Tochter und ich. Achso, da ist kein Mann. Nein, es gibt auch da Mädelhäuser, wo auch noch ein paar Männer dabei sind. Nee, ist keiner dabei, nee. Für die einen zu alt, für die andere zu jung und ich wollte keinen. Das ist eine sehr, sehr traurige Situation, Moni. Aber mach wirklich, das würde ich jetzt so machen an deiner Stelle. Wenn du sie selbst nicht pflegen kannst, wenn das definitiv nicht möglich ist, dann kümmere dich in diesem Rahmen, der jetzt gegeben ist, so viel wie möglich um sie. Geh zu ihr, hol sie, mach mit ihr, unternehme Sachen. Ich habe noch eine Frage an dich. Sie hatte ich auch. Wir haben dich so oft zusammen gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir sagen, wenn ich sie jetzt hole und sie wird bemerken, so verwirrt ist sie nicht, dass ich mich um eine kleinere Wohnung umschauen muss, weil ich diese finanziell nicht halten kann. Wir sind nur zwei Personen dann. Und sie wird mich fragen, warum nimmst du dir eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Was ist mit mir?
Sie denkt, sie kommt nach Hause, sie weiß von nichts. Du hast vorhin gesagt, du hast die schlimme Zahl vorhin gesagt von 6 bis 8 Wochen. Ja. Kann man das denn nicht noch ein bisschen hinauszögern mit dem Wohnungswechsel, dass sie das gar nicht, dass sie es einfach gar nicht mitbekommt? Ne? Ich weiß es nicht. Ich muss mich ja kümmern, weil wenn sie verstirbt, ist von heute auf morgen ihre Rente weg, von der wir die Miete bezahlt haben. Von meinem Geld haben wir gelebt, ich habe auch eine Rente. Dann mach es wirklich so, dass sie nichts davon mitbekommt. Du musst dann... Da gibt es ja auch Mittel und Wege, dass du sie einfach davor schützt, vor dieser Information. Weil ich möchte sie eigentlich so schön wie möglich machen. So. Natürlich. Also das darf auf keinen Fall passieren, dass sie da sich noch Gedanken macht und dass sie noch eine zusätzliche Traurigkeit jetzt empfinden muss. Das musst du irgendwie so diplomatisch lancieren, dass sie das nicht mitbekommt. Und dann weiß ich nicht, ob es wirklich gut ist, sie so anzulügen. Sie hatte heute wieder so schlecht Luft bekommen und sonst öffne ich das Fenster und gebe ihr Atemtechniken und diesmal hat es gar nicht geholfen und ich muss dir so Hübe geben und dann sagt sie zu mir, was ist nur los mit mir, warum kriege ich keine Luft? Das heißt also, sie auch nicht annähernd weiß sie, wie ernst es ist. Sie denkt, sie ist da, weil sie sehr vergesslich geworden ist und so abgenommen hat. Mit der Lunge, das weiß ich gar nicht, nein. Weißt du, das ist ganz schwierig für mich, jetzt aus der Ferne da einen sehr schlauen Rat zu geben. Natürlich, in der Regel bin ich auch immer der Auffassung, dass man schon den Menschen sehr viel Wahrheit sagen sollte. Aber manchmal muss man es ihnen auch nicht alles sagen, um es ihnen nicht noch schwerer zu machen. Das kann ich jetzt so nicht einschätzen, wie das in eurem Fall ist. Das ist sicher jedes Mal ein individueller Grenzgang, den man da geht. Sie hat meine Tochter gefragt, werde ich wieder gesund? Sie hat eine 15-Jährige gefragt und das Kind hatte die Stärke zu sagen, Omi, du musst nur genug essen und trinken. Was hätte sie sagen sollen? Entschuldigung. Weißt du, Moni, ich möchte mal, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Das ist ja doch jetzt sehr ernst und das will ich jetzt nicht so husch beenden, das Gespräch. Okay. Da muss man schon eingehend drüber sprechen. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Einverstanden? Okay, vielen Dank. Und alles mach Gute. Weiter so. Vielen Dankeschön. Dank für alles. Tschüss. Auf Wiederhören. Hier ist Mia und Mia ist 22. Hallo, hey. Mia. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Und zwar letzte Woche hat Ramona bei dir angerufen und sie hat sich ganz schön an mich erinnert, weil sie hatte erzählt, dass sie mit 35 Männern geschlafen hatte. Ja. Bei mir waren es 4 mehr. So. Und, Wie viel schon in deinem zarten Alter von 22? Wie viel sind es schon? 40. 40? Ja. Es waren auch überwiegend halt einmalige Sachen. Ja, 5 waren Beziehungen und der Rest, ja, halt kennengelernt über einen gewissen Zeitraum und dann hat man einmal miteinander geschlafen und dann ist der Kontakt halt abgebrochen. Und in diesem Jahr habe ich jemanden kennengelernt und wir haben uns gegenseitig eins vorgelogen, mit wie vielen Leuten man Sex hatte. Und Was hast du gelogen? Ich habe gesagt, ich habe immer vorher gesagt, ich habe definitiv mehr wie er. Mhm. Er fing mit 10 an, okay, ich dann so, ja, 15. Oh ja, und dann hatten wir uns halt getroffen. Er sagte 27, dann so, ja, bei mir waren es immer halt noch mehr. Ja. So, und dann hat er halt drauf reagiert, du alte Schlampe, dich würde ich niemals halt anpacken, noch nicht mal mit Gummihandschuhen. Ehrlich, das hat er sofort gesagt, nachdem du ihm die Wahrheit offenbart hattest? Ja. Wow, das ist aber auch hart. Ja. Und ich habe dann... Ich fasse das gar nicht. Hast du vorhin gesagt, du alte Schlampe? Ja. Mann. Sofort halt so ziemlich krass reagiert, was auch gut war. Und durch ihn bin ich zum Arzt gegangen und habe halt mit ihm einen AIDS-Test gemacht. Und mein Arzt hatte mich gefragt, ja, wie kann man denn so blöd sein, ohne Kondom in die Weltgeschichte halt hinauszugehen? Und das heißt, du hast von den 40 Männern, mit denen du Sex hattest... Einen Großteil nicht verhütet. Mhm. Wie wahnsinnig, ne? Ja. Wie wahnsinnig. Es geht, ich sag's ja auch immer, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, es geht ja nicht ausschließlich um AIDS. Ja, auch um die anderen Krankheiten. Ja, es geht um viele andere sehr schlimme Krankheiten. Es geht auch um Hepatitis C, was genauso schlimm ist wie AIDS. Genau, und ich habe mir da halt nie Gedanken drum gemacht. Und die 3 Tage Ungewissheit, mein Ziel fürs Leben ist Familie und Mann. So, und dann wären beide Sachen weggefallen, von jetzt auf gleich. Also ich bin dankbar für diese Person, dass die mir halt diese Augen geöffnet hatte, weil seitdem
Weiß ich nicht. Denke ich halt, bei mir steckt mehr drin als mein Körper. Und die Leute, die sollen halt erstmal kennenlernen, wie ich bin, wer ich bin, was ich für Meinung habe, was ich zu vertreten versuche. So, jetzt muss ich aber erstmal richtig kapieren, wie das dann weiterging. Du hast ihm, in den du verliebt warst. Ne? Ja, dem, kann man so sagen. Dem hast du die Wahrheit gesagt, daraufhin hat er gesagt, du alte Schlampe. Dann bist du mit dem zusammen zum Arzt gegangen. Ja. Und was ist daraus geworden? Bist du mit dem noch zusammen? Nein, wir waren nie wirklich zusammen. Warum seid ihr überhaupt zusammen zum Arzt gegangen, wenn er dich so beschimpft hat? Ich habe ihn als Anlass genommen, um auch mal Klarheit für mich zu bekommen. Und warum hast du ihn denn mitgenommen überhaupt? Du hättest doch auch alleine gehen können. Ja, ich bin alleine hingegangen, nur ich habe ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass ich diesen Schritt halt gehe. Ja. Und ich habe ihn auch sofort, nachdem das Ergebnis halt da war, ihn drüber informiert. Also. Und mich halt auch für ihn, für diese Meinung halt bedankt. Ja. Weil kein anderer, denke ich mir mal, hätte mir jemals diese Meinung knallhart vom Kopf gesetzt. Aha, also du hast das sogar als sehr positiv empfunden, dass, ja, dass dich jemand da beschimpft hat und hat gesagt, du bist eine alte Schlampe, verdammt nochmal, wenn du mit 22 Jahren schon 40 Kerle im Bett hattest. Ja, genau. Ja, verstehe. Mhm. Und die Ergebnisse waren hoffentlich dann für dich gut, das heißt, du hast keine Erkrankungen? Nein, gar nichts. Mhm. Ich habe 3 Kreuze im Kalender gemacht, da ich, einen neuen Lebensanfang hatte für mich. Aber du bist bis jetzt im Moment in keiner Beziehung? Nein. Wie lange hattest du jetzt schon keinen Sex mehr? 4 Monate. Vor 4 Monaten ist das Ganze passiert. Ja, und ist das für dich erträglich? Kannst du sagen, okay, kann ich mit leben, ich kann noch ein bisschen länger warten? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was hat dich denn, das habe ich mit Ramona ja auch lange besprochen letzte Woche, was hat dich denn eigentlich so dahingetrieben, Mia? Warum so viel Männer, warum so viel Sex? Ich hatte 2 Wochen, nachdem ich das Testergebnis hatte, hatte ich einen Streit mit meiner Mama und ich habe mit jemand anderem drüber gesprochen und sie sagte zu mir, Maria, ich habe im Gefühl, dass du abdriftest, und sie erzählte mir eine Geschichte von einer Freundin, die mit 12 Jahren vergewaltigt wurde. Mhm. Also bei mir, es kam nicht zu dem eigentlichen Akt. Es war, also jemand hat es versucht. Bei dir? Ja, es ging auch viel über die Psyche. Also sei es mich fertig machen, mich angreifen, mich anpöpeln, die Tagesdecke lag nicht richtig, die muss richtig gemacht werden, mach das jetzt sofort. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du dich gar nicht daran erinnerst, dass du fast vergewaltigt worden bist mit 12? Ja, also das fällt nicht direkt runter. Ich habe mit meiner Mama drüber gesprochen und er hatte mich aufs Sofa geworfen, er hat sich draufgelegt, jeder normale Vater wäre sofort aufgestanden, oh Entschuldigung. Und angeblich wäre es beim Kebbeln passiert, aber das ist nicht beim Kebbeln. Beim Kebbeln, Und deine Mutter ist denn dazwischen gegangen oder wie? Sie hat es nie mitbekommen, sie war mal arbeiten. Und woher weiß deine Mutter das, dass das passiert ist? Weil ich mich einer Freundin anvertraut hatte. Damals? Ja, genau. Und dann hast du es irgendwie wieder verdrängt? Nee, das nicht. Da war auch noch was anderes. In der Badewanne. Er hatte die Hände zusammengefalten und wollte mich anfassen. Mhm. Und ich habe halt direkt abgeblockt, hör auf, das will ich nicht. Mhm. Und ich habe das dann halt alles meiner Mama erzählt. Ach, in der Badewanne berührt man sich mal und so. Und das habe ich dann halt alles so für mich geschluckt. Mhm. So, und irgendwie. Wer war denn eigentlich dieser Mann? War das ein Bekannter oder? Mhm. Ein Bekannter. Das ist der Mann meiner Mama. Achso, der Stiefvater quasi. Genau. Mhm. So, und, aber es ist dann nur bei, Gott sei Dank, nur in Anführungszeichen bei diesen 2 Vorfällen geblieben. Ja, also dann hat er mehr so die Psyche gemacht. Also er hat mich ganz oft angeschimpft für Sachen, die nichts waren. Und da stellst du einen Zusammenhang her, dass deshalb du mit so vielen Männern ins Bett gegangen bist. Weil ich versucht hatte, darüber die Liebe zu bekommen, die ich von ihm halt nicht bekommen hatte. Ah ja. Das heißt, gehe ich so recht in der Annahme, verstehe ich das richtig, dass du bei diesen 40 Malen gar nicht auf der Suche nach Liebe war. Auf der Suche nach Liebe warst, aber gar nicht so eine großartige Sexlust hattest dabei. Richtig. Ah ja. Mhm. Das ist ja eine interessante Erkenntnis, ne? auf die du da selbst gestoßen bist. Ja, also eher durch ein Gespräch, diejenige halt von der Freundin halt erzählt hatte. Mhm. Und es gibt halt irgendwie 2 Möglichkeiten, wie Opfer halt drauf reagieren. Die erste ist halt Ablehnung und die zweite, der Körper ist das Besondere, und nehme ich. Ja.
So, und um diese Schiene bin ich halt gefahren, bis ich halt dem Jungen begegnet bin. Und jetzt sage ich halt wirklich, ich möchte keinen Sex haben, bevor ich nicht diese Leute halt kenne, die mich wertschätzen, die wissen, wie ich halt bin. Und das finde ich eine sehr gute Wendung in deinem Leben. Ja, eine tolle. Bin ich auch wahnsinnig stolz und drauf. Man kann ja froh sein, dass der Typ sich so beschimpft hat. Ne? Im ersten Moment dachte ich gerade, ist ja ein bisschen krass, dass er das so sagt, aber in dem Fall war es ja richtig, es hat dich aufgerüttelt. Ne? Ja. Mhm. Hast du denn für das, da ist ja nun doch auch viel nicht so in Ordnung gewesen, oder vielleicht immer noch ein bisschen nicht in Ordnung, auch nochmal überlegt, dass du vielleicht in eine Beratung gehst oder dir irgendwie psychologische Hilfe suchst? Mein Stiefvater ist der Grund, warum ich ausgezogen bin. Mhm. Er hat mich damals mit meinem Ex-Freund ziemlich beschimpft. Ja. Und ich war dann mit meiner Mama bei einer psychologischen Beratung gewesen, Familienberatung. Und weil diese Person halt des Öfteren meine Grenzen überschritten hat. Und irgendwann muss einmal gut sein, sag ich mir. Mhm. Irgendwann muss jede Person einsehen, dass eine Person eine Grenze hat. Und der Psychologe hat mir zugestimmt, ich bin dann ausgezogen und seitdem, also hin und wieder, habe ich so einen Tiefpunkt, wo ich sage, jetzt geh endlich hin und mach das frei, was da halt noch in dir tief schlummert, weil es braucht eigentlich einen Freund nur einen dummen Spruch zu reißen. Und schon ist es wieder da. Ich möchte, dass du auch noch ein paar Wochen mit meiner Psychologin sprichst. Einverstanden? Ja, ist in Ordnung. Okay, dann legst du es auf und wir rufen dich nochmal an. Ja. Und dir wünsche ich alles Gute und Gratulation für die Entscheidung und dass alles so gekommen ist. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und ich hoffe, dass die Ramona auch noch ihr Glück findet. Hoffen wir auch, ja genau. Ja, tschüss. Genau. Tschüss. Doris, 46 Jahre alt. Hallo Doris. Ja, hallo. Hallo, hier Doris. Ist Doris. Hör mal, ich wollte einfach mal mit diesem Vorurteil ausräumen, dass man im Alter keine Sexualität haben kann. Ja, das ist natürlich... Mein Mann ist 71. Ja. Ich bin 46. Ja. Er hat eine Unterschenkelamputation, hat an einem anderen Bein jetzt 3 Zehen weg, hat einen Schlaganfall, hat einen Herzinfarkt und trotzdem haben wir noch eine gesunde Sexualität. Hat Pflegestufe 2, ist inkontinent und ich pflege ihn auch zu Hause. Ja. Du sagst das alles mit so einer Euphorie fast schon. Ja, das ist, weil ich liebe diesen Mann. Ja, ja. Ich habe den Mann geheiratet vergangenes Jahr im Oktober kirchlich. Obwohl ich evangelisch bin, habe ich den kirchlich-katholisch geheiratet. Und wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns seit 7 Jahren und sind seit 6 Jahren verheiratet. Ja. Aber standesamtlich nur. Und nun ist er ein sehr kranker Mann, wie du es gerade beschrieben hast. Richtig. Dennoch funktioniert alles und ihr habt euren Spaß im Bett. Natürlich. Ja. Ja, für alle Mittel gibt es einen Weg. Ja. Wenn die Beziehung funktioniert und man liebt sich wirklich, dann findet man einen Weg, um auch das geregelt zu kriegen. Was ich gut finde... Ich finde sehr gut, dass du das so erzählst. Weil es gibt ja zwei so Tabuthemen. Sex im Alter gibt es irgendwie nicht, ne? Bildet man alten Leuten nicht zu. Eben. Und Sex im Alter und in der Krankheit sowieso nicht, ne? Ja, Jürgen, das ist ja das, was ich auch erlebt habe. Ja, mein Mann hat 6 Kinder. Wie ich den geheiratet habe, um Gottes Willen, da ging die Welt unter. Mhm, nicht nur, dass ich 25 Jahre jünger bin, nein, dass der alte Mann auch noch Sex hat. Ja, ja, ja. Also Welt unter in dem Sinne, dass die Umwelt so drauf reagiert hat. Oder? Ja, seine Kinder, seine eigenen Kinder. Ja, ja. Du glaubst doch nicht, dass sich irgendjemand hier um uns kümmert. Ja, ja, ja. Kann ich von Glück sagen, ich bin vom Fach, ich bin selber Intensivfachschwester und er hat einen schweren Herzinfarkt vor 2 Jahren bekommen in der Silvesternacht. Den habe ich zu Hause hier wiederbelebt. Sonst wäre der Mann nicht mehr. Der hat 13 Tage im Koma gelegen. Ich saß 14 Stunden an seinem Bett. Nun könnte ich mir aber vorstellen, dass die Sexualität auch aufgrund der Erkrankung und des Alters natürlich eine andere Sexualität ist wahrscheinlich, als man die früher hatte, ne? Aber dennoch für dich genauso befriedigend und schön und auch lustvoll. Natürlich. Ja. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man diese Sexualität praktizieren kann. Ja. Und was mich so aufregt, das ist auch das, was ich deinem Aufnahmeleiter gesagt habe, ist, ich hatte vor kurzem mal hier diese blöden Talkshows gesehen, die dann immer bei uns laufen, weil was hat mein Mann denn noch? Er kann sich nicht selbstständig bewegen und. Ja. Und dann saßen da so 18 und 20 und was weiß ich nicht welche, die des Vorkabulars der deutschen Sprache noch nicht mal mächtig waren und redeten dann über, was willst du mit so einem alten Sack, über Altersunterschiede. Aber die werden alle auch mal alt und dann werden die anders denken.
Ne? Aber so. Hör mal, da geht mir die Hutschnur hoch, ne? Ja, ich find's toll, dass du angerufen hast. Ich find's toll, dass du es gesagt hast. Und ich wiederhole das nochmal, dass eben auch kranke Leute durchaus ein Recht auf Sexualität haben. Natürlich. Und auch Spaß an der Sexualität haben und Alte sowieso, was für eine Frage. Dieser eine Satz muss noch sein. Wie mein Mann im Koma gelegen hat, da hat mir der Chefarzt jeden Tag die 14 Stunden die Couch freigehalten, so nennt man das auf der Intensiv, diese Boxen oder Boxen. Ja. Wenn ich morgens kam und sagte, mein Schatz, ich gebe dir jetzt einen Kurs, der lag im Koma an der Beatmungsmaschine. Ja. Du sollst mal sehen, wie die Herzmaschine hochgeht. So lange, bis ich den geküsst habe. Doris, gut. Jetzt geht meine Maschine hier gleich aus. Die Sendung ist vorbei. Alles Liebe dir und deinem Mann. Schön, dass du angerufen hast. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Kiew. Im Konflikt um den Ausgang der Präsidentenwahl in der Ukraine hat der scheidende Präsident